sieht aus nach Laser. Radiator ist leichte Fernunterstützungseinheit. Könnte Laser sein. Noch so ein Vieh. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bayonetta 3. Wir haben jetzt neuerdings ein Fröschle mit dabei, momentan aber nur temporär, weil der ist nicht und noch nicht unserer und er will, dass wir seine Herrin retten. Und ja, das wollen wir erstmal probieren, ne? Man müsste nicht eigentlich gendergerecht dann hier Frauen sein, weil sonst ist ja Herr drin. Ach komm, lassen wir das. Ne? Die bei ihm halt was zu sagen hat, die Person. So. Gut, da geht's lang. Wo will uns das Spiel haben? Hier. Dann gehen wir erst hier. Wahrscheinlich kommen wir oben sowieso an der gleichen Stelle raus, aber hey. Ihr kennt mich. Nur erst dahin, wo uns das Spiel nicht haben will. Ja, fühlt sich hier wieder zusammen. Oder? Okay, interessant. Moment, jetzt will ich aber doch mal auf die andere Seite noch gucken. Jetzt bin ich neugierig. Und bleiben Sie neugierig, ne? Ist die jetzt einfach komplett verschüttet oder ist sie? Wir haben zumindest mal ein Tagebuch oder so gefunden. Bin ich auch mal gespannt und hier liegt was, was wir mitnehmen könnten und sollten. Wenn es da schon so rumliegt, dann wird es mitgenommen. Netter Trick von dem Spiel. Oh nein, nicht schon wieder so ein... Oh nö. Ich mag die nicht. Ich mag die absolut nicht. Wo haben wir denn unseren ollen Chuchu? Halt. Den brauchen wir da ja erst offensichtlich. Oder? Moment. Ach so. Oh, okay. Ich habe nichts gesagt, wir können es einfach mit dem Viech machen. Das ist ja angenehm. Ey, Frosch, ich mag dich. Du bist jetzt schon sympathisch. Der ist ja jetzt schon sympathisch. Hier hätten wir sogar noch was für sein Ständchen bekommen. Da gibt's etwas, was wir uns gönnen können. Ah, das muss er machen. Beziehungsweise halt so einer hier. Ja, dann gib her. Ist okay. Wir wollen da noch nicht durch. So. Die Säulen können wir sicher zerstören. Na klar können wir die zerstören. Klar können wir die zerstören. Ist ja schön. Okay, hier hinten haben wir noch was. So. Das heißt, gibt es hier nichts mehr? Ja, dann gehen wir da mal durch. Da geht's lang, da geht's nicht lang.
Da scheint es auch nichts zu geben. Okay. Ja gut, dann... Sieht aus nach Laser. Radiator ist leichte Fernunterstützungseinheit. Könnte Laser sein. Noch so ein Vieh. Zerstöre im Tempel von Baal fünf Statuen mit Baal, ja, okay. Easy. Na? Okay, er kam hoch genug. Wollte gerade fragen, wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Ey, wir haben immerhin Platin. Yay, Platin! Da dreh ich von durch. Meinen richtigen Wirbel. Wenn mich so freu. Schee. Schee, schee, schee. Platin finde ich toll. Gut. Nochmal zerstören, klar. Ihr kennt mich. Bei Bayonetta immer schön am Zerstören. Gut. Weiter geht's. Spiel will uns hier haben. Okay, das sieht mies aus. Okay, das sieht aus, als könnte der Forster dann irgendwie durchhüpfen. Ich will es nur mal vorher checken. Geht hier denn sonst noch was? Was ist das hier unten? Statuen halt. Achso, ja, Statuen halt, ne? Quack, quack. Okay, wir sollen wohl offensichtlich mit dem Vorsteller lang hopsen. Dann lass mal gucken. B? Ah! Komm, als ob. Well, ich glaube, das könnte so passen. Sieht zumindest richtig aus. Jetzt checken wir einmal rechts. Da ist nichts. Das ist wieder nur ein Feuerle. Okay. Oh! Ey, gib her das Ding. Danke. Und wenn rechts nichts ist, dann... Als ob... Leute. Moment, nee, Moment.
kann mir vorstellen, dass dann vielleicht umgekehrt aber links in dem Gang ein Secret war, wenn man nach außen guckt. Deswegen will ich das nochmal abchecken. Sicher ist sicher. Sieht richtig aus. Ja, möchte ich nur mal anmerken. Ah, sieht ja auch nicht nach Secret aus. Okay. Dann halt nicht. Aber man muss es ja mal geprüft haben. Kann man da oben drauf? Und könnte das was bringen? Eventuell. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Ich werde das jetzt nicht weiter verfolgen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass da noch ein krasses Secret ist. Ja, das sieht schon wieder so nach Kämpfen aus. Und wahrscheinlich kann ich jetzt nicht erst hier an den Rand, um da Party zu machen. Weil ich werde wahrscheinlich jetzt per Sequenz in die Mitte gezogen, ja. Wer bist du denn jetzt schon wieder? Murus, schwere gepanzerte Einheit. Das ist gerade nochmal gut gegangen. Wow, okay, da muss ich auch noch aufpassen. Do it. Bam. Weg hier. Do it. Ja, right on time. Dann kriegst du so Popoklopfe. Okay, meinetwegen auch aufs Maul, wenn dir das lieber ist. Hä? Wir können es auch anders spielen, das Spielchen, hä? Your turn. Und, haben wir dich. Hast du nicht gedacht... Oh, ich meinte, haben wir dich. Was muss ich drücken? Hoffentlich nicht drehen. Ja, drücken, das kann ich. Da habe ich die richtigen Knöpfe gedrückt. Einfach gesnackt, okay. Hat der Frosch den einfach mal vernascht hier. Alles klar. Platin, yay! Yeah. I like. Es sieht doch eigentlich noch ganz gut aus. Okay. Ein quakender Chor abgeschlossen. Wo war jetzt die Katz? Ha, ohne die Katz war ja das Blutstrennen suchen alles für die Katz. Na toll. Darf ich da nochmal reingehen, die Katze suchen? Sowas aber auch. Wir haben auch einen ganzen Vers verpasst. Naja, aber immerhin Gold. Schön.
Gut, jetzt will ich nur mal gucken, ist das das, was wir gerade geholt haben? Sieht zumindest so ein bisschen ägyptisch aus, das hier, ne? Aber jetzt ist er unten erwartet so. Ja, das hier haben wir doch geholt. Da. Das war's doch, oder? Naja. Also das Zimmer schmückt sich immer mehr. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich schön. Aber ich würde sagen, für diesen Part soll es das erstmal gewesen sein. Ich würde mich über einen Kommentar oder eine Bewertung sehr freuen. Das fände ich auch sehr schön. Ne? Und wir werden uns auch beim nächsten Mal wieder sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Bayonetta 3. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute. Irgendwann kommen wir noch auf den Gipfel. Vielleicht.